Hallo und willkommen zu einem für mich ganz besonderen Video, was mir sehr am Herzen liegt, denn es geht um unseren All You Can Read Buchclub. Den ist mittlerweile heute auf den Tag genau. Wir haben zumindest die WhatsApp-Gruppe heute vor 3 Jahren gegründet. Ja, seit 3 Jahren gibt es. Seit 3 Jahren lese ich zusammen mit den wunderbaren Menschen, die ich euch gleich noch nennen werde, Bücher. Recht regelmäßig. Und im ersten Jahr oder die erste Zeit haben wir jeden Monat tatsächlich ein Buch zusammen gelesen. Und wir machen das jetzt ein bisschen sporadischer, weil wir alle ja, auch unsere Themen und Zeiten haben und einteilen müssen. Aber wir sprechen jede Woche miteinander in der WhatsApp-Gruppe. Also es sind wirklich Freundinnen geworden für mich. Und ich freue mich riesig und jetzt ist es Mitte Februar, wenn ich das Video drehe. Fingers crossed, dass wir uns demnächst alle zusammen mal sehen. Also Ende März. Und ihr wisst, was Ende März ist. Wir planen dort zu sein, auf der Buchmesse in Leipzig. Wenn sie nicht stattfindet, wollen wir uns trotzdem in Leipzig treffen, um uns endlich mal alle zusammen zu sehen. Es gibt tatsächlich 2 von uns, die ich noch nicht live kennengelernt habe. Und es geht um Ruth von Zwischentausend Zeilen, Ramona von Literra. Die Ramona war sogar mal schon am Wochenende bei mir. Die beiden habe ich schon mal getroffen. Sarah Sophie vom gleichnamigen Kanal habe ich auch schon getroffen. Und wen ich noch nicht live gesehen habe, die aber trotzdem seit 3 Jahren zu meinen Freundinnen zählen, sind Kali von Kalis Books und Sarah vom Kanal Alice im Bücherland. Und alle 5 sind Freundinnen. Und wir haben eine richtig tolle Gemeinschaft. Es macht so viel Spaß. Wir unterhalten uns über viel mehr als nur Bücher mittlerweile. Und wir haben uns gedacht, zu diesem 3-jährigen Ereignis macht jeder ein Video. Das heißt, wenn ihr mein Video beendet habt, dann schaut sehr gerne bei den anderen Mädels vorbei. Ich verlinke euch unten immer alle. Bei allen Buchvideos sind die Mädels eigentlich unten mit dabei. Klickt gerne auf deren Kanäle. Und dort findet ihr, ja, passend zum heutigen Thema, dort auch ein Video. Und zwar haben wir uns überlegt, dass jede von uns die Top 5 Bücher vorstellt, die wir gemeinsam gelesen haben, und in 3 Jahren ist da tatsächlich schon einiges zusammengekommen und ich hoffe, meine Statistik stimmt, ich habe es nochmal geupdatet und wir haben, oder zumindest war ich bei 22 Leserunden mit den Mädels dabei. Wow, das sind echt viele Bücher und ich habe mal geschaut, welche Bewertungen die so bekommen haben. Ich muss sagen, die letzten Male hatten wir irgendwie nicht so ein richtiges Händchen dafür, dass die Bücher uns mega gut gefallen haben, aber es macht auch super viel Spaß, sich über ein Buch auszutauschen, was uns nicht gefällt, wo man ja einfach trotzdem immer Diskussionsbedarf hat. Und es war immerhin kein Buch dabei, was nur 1 Stern bekommen hat. Allerdings waren für mich 6 Bücher dabei, die nur 2 Sterne bekommen haben. Wow, das ist ziemlich viel. Manchmal haben wir aber auch einfach Bücher gelesen, die ich mir sonst nie gekauft hätte, wo ich aber auch über den Tellerrand mal hinausschauen wollte und dachte, vielleicht ist das was für mich. Offensichtlich war es 6-mal nicht der Fall. 5 Bücher haben solide 3 Sterne von mir bekommen, 5 Bücher haben aber auch 4 Sterne bekommen und das gleicht ein bisschen die 2 Sterne aus. Es waren auch 6 Bücher dabei, die volle 5 Sterne von mir bekommen haben. Ja, tatsächlich sind natürlich alle Top 5 Bücher mit 5-Sterne-Bewertung gewesen. Aber ich habe auch nochmal versucht und ich habe es tatsächlich gemacht, was ich eigentlich ungern mache, aber ich habe diese Bücher für mich nochmal gerankt, dass ich wirklich von Platz 5 bis Platz 1 jetzt hochgehe und euch vorstelle, welches meine Lieblingsbücher aus dem All You Can Read Buchclub waren. Wir haben übrigens auch einen Instagram-Kanal, der sporadisch gepflegt wird, aber er wird gepflegt hin und wieder. Und da findet ihr viele dieser Bücher auch, wo wir drüber gesprochen haben. Ich poste meine buchrelevanten Bilder, wenn ich auf Reisen bin, zum Beispiel auch auf dem Kanal. Also schaut da auch sehr gerne vorbei. Ich würde sagen, ich starte mal direkt mit Platz Nummer 5, mein Platz Nummer 5 von 22 gemeinsam gelesenen Büchern. Und zwar ist das geworden von Cornelia Funke, dieses wunderschöne Buch, Das Labyrinth des Faun. Ein Genre, in dem ich noch nie gelesen hatte vorher und seitdem glaube ich auch nicht mehr. Doch, eins habe ich noch gelesen, das fand ich nicht gut, aber dieses hier fand ich sehr gut. Und zwar ist es ein Horrormärchen und es ist das Buch zum Film Pans Labyrinth, glaube ich, heißt der Film. Den Film gab es zuerst von Guillermo del Toro. Ich spreche ihn jedes Mal falsch aus. Auf jeden Fall hat Cornelia Funke, beziehungsweise ich glaube, der Regisseur oder Drehbuchautor des Films wollte gerne, dass Cornelia Funke das Buch dazu schreibt. Und das hat sie auch gemacht. Es ist sehr, sehr nah am Film. Also geht schon fast in eine Drehbuchrichtung, ist aber als Roman geschrieben. Und zwischendurch gibt es aber nochmal kleinere Geschichten, die Cornelia Funke, kleine Märchen, selbst zu dieser Geschichte erfunden hat. Und ich hatte den Film vorher nicht gesehen. Ich kannte den aus der Werbung, aber habe mir den Film danach dann angeschaut und finde beides sehr gut. Beides hat seine Daseinsberechtigung.
Das Buch fand ich grandios, weil es für mich etwas ganz Neues war, etwas ja, Gruseliges, Märchenhaftes. Also es hat mich einfach sehr fasziniert, deswegen hat es 5 Sterne von mir bekommen. Und es geht hier um Ophelia, die, ich glaube, der Vater ist verstorben und mit ihrer Mutter zieht sie zu dem neuen Mann ihrer Mutter. Das ist ein General und es geht, glaube ich, auch um den Spanischen Bürgerkrieg. Auf jeden Fall sind sie im Wald und er versucht mit seinen Truppen da eine rebellische Gruppe zu finden. Also das ist so der Kriegsschauplatz in dem Fall. Und Ophelia wird quasi in eine Art Märchenwelt, wo es um eine verschwundene Prinzessin geht, hineingeworfen. Und aus Spanien 1944. Sie trifft eben auf diesen geheimnisvollen Faun und dann muss ihr Abenteuer bestehen. Und mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, denn ihr sollt die Welt sehr gerne selber entdecken, wenn euch das Grundsetting anspricht. Es ist sehr düster, definitiv kein Kinderbuch, aber auch nicht so brutal unangenehm wie, was habe ich denn gelesen bei diesem Mystery-Buch-Challenge, Alice im Wunderland, also die Märchenadaption, die gruselig böse, das fand ich nämlich nicht gut, das ist sehr viel schöner. Also es ist auch gruselig und mystisch und man ist die ganze Zeit am Überlegen, was ist Realität, was nicht. Das Ende fand ich richtig cool, weil man da sehr viel reininterpretieren kann und die Aufmachung des Buches, ich meine, ist einfach ein Traum, ein Schmuckstück in meinem Bücherregal und es hat auch Zeichnungen, sehr, sehr schöne Zeichnungen zwischendrin rund um Ophelias Abenteuer und ja, große Empfehlung, hat mir sehr gut gefallen, ist auf Platz 5 gelandet. Platz Nummer 4 und ich möchte dazu sagen, die Plätze sind wirklich, also Millimeter, also 0,0001 Sterne auseinander. Alle Bücher sind toll, alle Top 5 Bücher, aber ich musste ja nochmal ein Ranking machen. Ich bin so gespannt, was bei den Mädels rauskommt. Ich freue mich so auf ihre Videos. Platz 4 ist Beth O'Leary's Time to Love geworden und Ruth hat ja die ganze Welt mit Love to Share angesteckt und das liebe ich auch sehr. Haben wir aber nicht zusammen gelesen, bin ich der Meinung. Oder doch? Nee, ich glaube nicht. Das habe ich alleine gelesen oder gehört, als Hörbuch gehört. Und Time to Love habe ich sehr geliebt. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich habe das Buch schon so oft in die Kamera gehalten und so oft darüber erzählt, dass ich versuche, mich mal kurz zu halten. Hier geht es um Lina und Eileen. Lina ist die Enkelin von Eileen und sie tauschen quasi für eine gewisse Zeit ihre Leben. Die Großmutter zieht in die Stadt und will da in der WG von ihrer Enkelin erstmal eine Weile leben und mischt diese WG auf, mischt das Londoner Leben auf, will dort daten. Sie ist alleine, wieso, weshalb, warum, erfahrt ihr alles im Buch. Und ja, Lina, ich würde mal sagen, hat quasi ein Burnout, muss mal raus, hat Beziehungsthematiken und sie zieht eben in das Haus ihrer Oma aufs Land und mischt da das Landleben auf, beziehungsweise das Landleben mischt eigentlich sie auf. Und es ist so humorvoll geschrieben, es hat richtig viel Spaß gemacht, sehr erwachsen, geht ans Herz, aber nicht zu kitschig. An mancher Stelle ist es einfach nur schön. Und ich habe die beiden so gerne verfolgt. Ich war auf beiden Seiten immer gerne und ich mochte das so sehr, weil da so viel auch intelligenter Humor drin steckt. Und es hat richtig viel Spaß gemacht, das gemeinsam zu lesen und sich darüber dann auszutauschen. Und ist ein absolutes Highlight, eins meiner Lieblingsbücher mit. Hat jetzt hier Platz 4 bekommen, ja, weil ich irgendjemandem auch Platz 4 geben musste. Aber es ist ein richtig, richtig, richtig tolles Buch und eine tolle Autorin. Ich habe ihr drittes Werk noch nicht gelesen, da hört man unterschiedliche Meinungen. Aber Time to Love war ein Träumchen, ein richtiges Träumchen und passt auch optisch sehr gut zu Love to Share und auch zum dritten Buch, was ich noch nicht habe. Aber das hier, Platz 4 meiner Oricon Read Top 5 Liste. Platz Nummer 3 bekommt ein Spannungsroman. Und ich finde solche Bücher, Spannungsromane, Krimis, Thriller, alles, wo man irgendwie auch miträtseln möchte, was ist hier eigentlich los, was passiert als nächstes, wer ist der Mörder, wer ist der Böse, was ist das hier für eine Szene, eignen sich einfach perfekt für Leserunden, um sich dann auszutauschen, um gemeinsam Theorien zu spinnen und Dinge versuchen zu entdecken und sich darüber eben auszutauschen. Und deswegen ist dieser Spannungsroman von Lucy Clark einer meiner Liebsten. Und das haben wir auch im Oricon Read Book Club gelesen. Und das Haus am Rand der Klippen, wir haben uns so viel dazu ausgetauscht und ich glaube, wir waren alle super begeistert. Manche haben 4 Sterne vergeben, weil ihnen das Ende nicht so ganz gefallen hat. Aber es war für uns alle, glaube ich, nicht vorhersehbar. Das Ende hat mich total begeistert, das weiß ich noch. Ich weiß noch relativ viel zu dem Buch, was ungewöhnlich ist für dieses Genre.
Und es geht hier um eine Schriftstellerin, die ja eine Deadline hat und sie hat ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben und jetzt soll das zweite folgen. Und sie ist aber auch gleichzeitig in Geldnot und sie lebt im Haus am Rand der Klippen, ein sehr modernes, umgebautes Haus, sehr groß und sie lebt dort alleine. Wieso, weshalb, warum, müsst ihr rausfinden. Und sie hat ihr Haus per Airbnb vergeben, weil sie, ich glaube, auf einer Lesereise war. Und als sie zurückkommt, ist irgendwas anders in diesem Haus und es ist irgendwie komisch und sie fühlt sich beobachtet. Und ja, dann passieren ganz viele Dinge, die ihr selber rausfinden müsst. Ich fand es super spannend, jede einzelne Seite. Man kann toll miträtseln. Und ich bin nicht auf die Auflösung gekommen, andere sind es. Vielleicht bin ich nicht zu bewandert in diesem Genre, weil ich sehr, sehr wenig mittlerweile Thriller lese. Aber das hat mich begeistert. Mich hat das Setting begeistert, die raue Natur, die Klippen, das Meer, was auch ein Setting, also was auch ja, ein wichtiger Teil des Settings ist. Und das Haus natürlich. Das Haus, habe ich immer gesagt, hat für mich, ist fast wie ein zusätzlicher Hauptprotagonist in diesem Buch, neben der Schriftstellerin, wie heißt sie eigentlich? Elle, genau. Und es ist super spannend und ab einer gewissen, ja, ab dem ersten Drittel hat man auch Zweifel, wie vertrauenswürdig die Protagonistin überhaupt ist, die uns diese Geschichte hier erzählt oder aus deren Sicht wir das erleben. Richtig gut, richtig gut. Also das ist mein Platz 3 und es hat super viel Spaß gemacht, das mit den Mädels zu lesen und zu rätseln. Kommen wir zu der Silbermedaille und das ist ein Buch, was ich euch nicht zeigen kann, weil ich es auf dem Kindle damals gelesen habe und nicht nachgekauft habe. Und auch das ist ein Spannungsroman, ein Thriller, ein Psychothriller würde ich sagen. Und zwar von einer Autorin, die ich für mich entdeckt habe, die mich aber auch mit anderen Büchern dann eher enttäuscht hat. Und das ist immer noch mein Lieblingsbuch von ihr. Melanie Rabe mit Die Falle, ich muss es natürlich einblenden und das hat mir so gut damals gefallen. Auch ein Buch, super zum Miträtseln, wir haben uns sehr viel drüber ausgetauscht und es geht auch da um ein Haus und eine Autorin. Und die Autorin hat vor vielen Jahren den Mord ihrer Schwester mehr oder weniger gesehen bzw. sie gefunden und den Täter kurz gesehen und seitdem ist sie, ja, hat sie psychische Probleme und ist in diesem Haus oder sperrt sich in diesem Haus ein riesiges Haus. Sie ist eine sehr erfolgreiche Schriftstellerin, aber geht nicht raus und ist sehr menschenscheu und lebt in ihrem Haus, ist damit aber eigentlich recht fein. Und dann sieht sie im Fernsehen einen Mann und glaubt darin, den Mörder ihrer Schwester zu sehen. Und dann stellt sie ihm eine Falle und lockt ihn in ihr Haus. Und dann entsteht auch ein Dialog. Und auch wenn es nur ein Setting ist in diesem Haus und wir die ganze Zeit in ihrer Perspektive sind, ich muss nochmal schauen, wie sie heißt, finde ich jetzt gerade nicht raus, aber ist ja auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall diese Schriftstellerin. Ja, es ist ein psychologisches Katz-und-Maus-Spiel. Und auch hier wissen wir nie, was wirklich echt ist und was erfunden ist. Denn parallel zu der Geschichte, die in diesem Haus passiert, erfahren wir auch etwas oder lesen wir auch Kapitel aus ihrem Buch, was sie zuletzt geschrieben hat, wo es auch um diesen Mord an ihrer Schwester geht, wo wir aber ja nicht wissen, was ist Fiktion und was ist Realität. Und das verschwimmt auch inhaltlich mit der Geschichte, die aus der Jetztzeit erzählt wird. Und das klingt jetzt, wenn ich es erzähle, wahrscheinlich komplett konfus, ist es überhaupt nicht. Kann man wunderbar lesen, aber es ist so spannend. Ich war richtig drin in diesem Buch und hätten wir das nicht in der Leserunde in einzelnen Abschnitten gelesen, um uns dann immer dazwischen auszutauschen, wäre das ein Buch gewesen, wo ich nicht dafür hätte garantieren können, dass ich nicht bis nachts um 4 gelesen hätte, um das einfach zu beenden. Es hat eine richtige Sogwirkung auf mich gehabt. Ich fand den Schreibstil wahnsinnig gut, weil er nicht so platt ist, sehr poetisch an mancher Stelle. Also Melanie Rabe habe ich da wirklich für mich entdeckt, auch wenn die anderen Bücher mich nicht immer hundertprozentig so begeistern konnten wie Die Falle. Aber Die Falle ist grandios und das ist ein Buch, was ich auch, obwohl es ein Spannungsroman ist und ich weiß, wie es ausgeht, immer noch weiß, auch das ist schon eine Weile her, wo wir es gelesen haben, ist ein gutes Zeichen, würde ich es nochmal lesen, einfach um diesen Schreibstil nochmal genießen zu können und dieses psychologische Hin und Her. Und jetzt komme ich zu Platz 1 und es ist zum einen inhaltlich absolut unter den Top 5, zum anderen habe ich es auf den ersten Platz gesetzt, weil es einen emotionalen Wert für mich und diese Leserunde quasi hat, denn damit begann das Ganze. Damals noch nicht in voller Besetzung, aber mit Sarah von Alice im Bücherland, Kali und Ruth von Zwischentausend Zeilen habe ich das gemeinsam gelesen. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, mit wem ich das gelesen hatte, aber die drei waren das. Und so
entstand dann unser Buchclub und Sarah Sophie und auch Ramona kam relativ danach zeitnah dazu, bin ich der Meinung. Und ja, jetzt wissen wahrscheinlich die meisten, worum es geht, und zwar Ursula Poznanski, Erebos. Und ich glaube, damals habe ich das Buch bei Sarah Ellis gesehen oder sie hat es bei mir gesehen, ich weiß es nicht mehr. Wir haben irgendwie Kontakt aufgenommen und das war meine erste Leserunde überhaupt und dann noch mit so tollen Menschen zusammen. Und ich hätte niemals gedacht, dass das daraus wird, dieser ja, Buchclub, den es schon seit 3 Jahren jetzt gibt. Richtig cool. Und ja, so entstand auch unsere WhatsApp-Gruppe vor 3 Jahren, als wir dieses Buch zusammen gelesen haben. Ich mag das super gerne, ich möchte es gerne mal rereaden. Es ist ein 5-Sterne-Buch, es ist schon ein bisschen älter, es gibt ja schon Erebos 2, das haben wir auch dann zusammen gelesen, was 10 Jahre später spielt, aber das ist das erste Buch, hat übrigens auch den Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen. Und es geht darum, hinten drauf steht, Erebos ist ein Spiel, es beobachtet dich, es spricht mit dir, es belohnt dich, es prüft dich, es droht dir. Erebos hat ein Ziel, es will töten. Es geht um ein Spiel, was per CD, ne, ihr merkt, das Buch ist schon etwas älter, das tut dem aber keinen Abbruch, an einer Schule herumgegeben wird, ist so ein Geheimnis umwoben und das ist Roleplay-Game, das heißt, man ist in einer Fantasiewelt, hat ein Avatar und muss Aufgaben erfüllen und kann aufleveln und dieses klassische Thema, was ich super gerne früher gespielt habe, wo man so aufleveln kann und ja einfach Abenteuer erlebt, ein Inventar hat und so weiter. Und dieses Spiel stellt Aufgaben, die aber in der Realität gelöst werden müssen von den Spielern. Und diese Aufgaben werden immer dramatischer und komischer. Und das alles hängt irgendwie zusammen, wie und wer dahinter steckt und was eigentlich dahinter steckt, das müsst ihr selber herausfinden. Ich fand das super spannend. Und warum mir das Buch so, so gut gefallen hat, war, dass diese Spielszenen, Nick ist der Hauptcharakter und ein Jugendlicher, der dieses Spiel eben spielt und wir erleben ihn in der Realität und auch in dem Spiel mit seinem Charakter und was er dort erlebt. Und es hat so viel Spaß gemacht. Ich wollte ständig an den PC und wieder so ein Spiel anfangen, weil ich einfach sehr viel darin entdeckt habe, was ich früher gespielt habe und es so viel Spaß gemacht hat, mit Nick zusammen die Welt zu erleben. Und es klingt vielleicht langweilig, dass man in dem Buch dieses Spiel miterlebt, aber das ist es überhaupt nicht. Es ist irgendwie wie 2 Geschichten, die aber zusammenhängen und ja, dann irgendwie auch so ein Finale hinzuströmen. Und das Buch wird auch an manchen Schulen gelesen, was ich ziemlich cool finde, weil hier geht es eben auch um ja, wichtige Jugendthemen und Themen allgemein. Also das können definitiv auch Erwachsene lesen. Alle, die gerne zocken, für die eine absolute Empfehlung. Und diese Einzelrezension ist eins meiner meistgeklicktesten Buchvideos, weil sehr viele Schüler versuchen, ihre Hausaufgaben mit diesem Video zu erledigen. Lest doch bitte einfach das Buch, es ist richtig, richtig gut. Ja, dann könnt ihr die Hausaufgaben einfach selber machen und müsst euch keine Videos anschauen. Wobei, danke für die Klicks, danke, danke, danke. Aber ja, das finde ich immer sehr lustig. Also ich sollte mir mal den Schulplan, den Literaturplan holen, was so in Deutschland aktuell in den Schulen am meisten gelesen wird und dazu Rezensionen machen. Das wären auf jeden Fall Videos, die viele Klicks bekommen. Aber dieses Buch ist für jeden geeignet und man muss nicht dazu gezwungen werden. Ich finde, ja, wen das anspricht, greift dazu. Wer es noch nicht kennt, es ist ein sehr ja, bekanntes Jugendbuch. Und ich glaube, viele haben es schon gelesen. Für mich aber eben hier aufgrund der emotionalen Bindung zu Eugen Reed Platz Nummer 1. Und I love it. Ja, ich mag das sehr, sehr gerne. Ich finde es auch wunderschön. Ja, das war mein Platz Nummer 1 und jetzt bin ich sehr gespannt. Es wird noch ein bisschen dauern, bis die Videos online gehen, aber ich freue mich dann, die der anderen Mädels zu schauen und zu sehen, was dort für Bücher in den Top 5 gelandet sind. Ob es ähnliche sind oder die gleichen sind oder ganz andere, die ich jetzt hier nicht habe. Also ihr habt gehört, 22 Bücher haben wir zusammen gelesen, teilweise in anderen Konstellationen vielleicht andere Bücher, die ich nicht mitgelesen habe, aber die meisten habe ich tatsächlich mitgelesen. Und vielleicht entdeckt ihr bei den anderen Mädels noch ein anderes Buch, was euch anspricht. Also schaut da unbedingt vorbei, hinterlasst mir ein Abo, abonniert auch die anderen. Und an der Stelle hoffe ich einfach, dass wir noch die nächsten 3 Jahre so schön zusammen lesen und einfach uns austauschen und weiter Freunde bleiben. Weil es wirklich eine sehr wertvolle Gemeinschaft ist, wir 6. Es macht wahnsinnig viel Spaß und ich bete dafür, dass wir uns treffen können. Genau. Und jetzt lasse ich das Video mal nicht zu lang werden.
und wünsche euch noch einen schönen Tag, Mittag oder Abend und wunderbare Lesestunden. Bis zum nächsten Video. Tschüss!